Ich habe meinen neuen Job als Zahnarzthelferin angefangen. Cory unterstützt es, dass ich arbeite. Und es ist toll, ein zweites Einkommen zu haben. Aber nach der Arbeit muss ich immer noch die Mädchen von Corys Eltern abholen und mich um sie kümmern, bis sie ins Bett gehen. Morgen nehme ich mir einen Tag frei, weil Ellie alle 6 Monate einen Termin beim Augenarzt hat. Vor dem Ergebnis habe ich richtig Angst. Wie war dein Tag? Gut, und deiner? Gut, aber es war viel mehr los, als ich gedacht hätte. Gleich, Elia. Gute Nacht. Kleiner Muffel. Gut. Oh Mann. Und morgen? Ich muss mit Ellie zum Augenarzt. Bringst du sie allein hin? Ich habe Kayla gefragt, ob sie mitkommt. Du musst ja arbeiten. Was wünschen wir uns? Ich weiß es auch nicht. Die Brille macht schon einen Unterschied. Sie ist jetzt viel aktiver und spielt viel mehr. Das stimmt, aber ich erwarte nicht, dass mir der Arzt sagen wird, ihre Augen sind perfekt. Die Brille sollte ja ihre Augenstellung korrigieren. Aber das linke Auge schielt, wenn sie einen so ansieht. Und wenn sie einen so ansieht, schielt das rechte Auge. Man sieht auf jeden Fall, dass etwas nicht stimmt. Man sieht es einfach. Es muss sicher operiert werden. Und wir haben ja in einem Monat auch den Termin bei dem Genetiker. Aber ich wünsche mir, dass der nächste Arztbesuch endlich eine eindeutige Antwort bringt. Vielleicht ist ja etwas mit ihrem Gehirn nicht okay. Ich bin ihre Mutter und ich will eine Antwort. Das wollen wir alle. Ich will ihr helfen. Lia. Am meisten macht mir Angst, dass er gesagt hat, die Sache mit den Augen könnte an einem Hirnfehler liegen. Ich könnte es nicht ertragen, wenn es so wäre. Morgen kriegen wir eine Antwort, was los ist. Wir schaffen das, als Familie. Ich will nur, dass sie gesund ist. Alles wird gut. Ich bin nervös wegen Ellies Augenuntersuchung. Ich hoffe, die Brille hat geholfen und sie braucht keine Operation. Hier lang. Setzen Sie sich mit ihr auf diesen Stuhl. Bist du gespannt, was der Doktor zu Ellie sagt? Hi. Hallo. Trägt sie die Brille gern? Das sagt schon einiges. Wenn sie sie gern trägt, sieht sie damit offenbar besser. Hi. Das Augenzittern ist zurückgegangen. Ja. Es ist wesentlich besser. Man sieht es kaum, das ist gut. Wie entwickelt sie sich? Sie ist langsam, aber sie kann inzwischen aufrecht sitzen. So weit ist sie jetzt. Setzen Sie die Brille ab. Hallo, Süße. Sei nicht böse. Schon gut. Fertig. Hey, warum weinst du? Ich habe schon den Eindruck, dass ihre Sehnerven etwas unterentwickelt sind. So etwas ist angeboren. Möglicherweise gibt es aber auch eine Anomalie im Gehirn. Das hätte Auswirkungen auf ihre Entwicklung, ihr Wachstum und so weiter. Um sicher zu sein, würde ich gern ein MRT von ihrem Gehirn machen lassen. Danach wissen wir sicher, ob es ein Problem gibt. Dann sehen wir weiter. Muss sie wieder in Narkose? Ja. Aber ihre Augen sind viel besser geworden. Ihr Blick ist stabiler, also ist keine Operation nötig. Die Brille hat das Problem gelöst. Das können wir abhaken. Ich will trotzdem wissen, woran ich bin. Natürlich, das will ich auch. Vielen Dank. Gern.
Ist das gut oder schlecht? Wir werden sehen. Zum Glück braucht Ellie keine Augen-OP. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen, weil der Arzt noch ein MRT machen lassen will. Diesmal von ihrem Gehirn. Sprecht auf die Mailbox. Hey. Was gibt's? Wir waren beim Augenarzt. Und? Er sagt, die Brille hat geholfen. Sie braucht zum Glück keine OP. Aber ihr Sehnerv sieht kleiner aus, als er eigentlich sein sollte. Darum will er jetzt ein MRT von ihrem Gehirn machen lassen. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich das finden soll. Wir müssen Geduld haben. Ich weiß, aber wird das ewig so weitergehen? Ich habe auch dem Arzt gesagt, dass ich wissen will, woran ich bin. Mehr will ich nicht und ich werde nicht aufgeben. Fährst du nach Hause? Ja. Okay. Hab dich lieb. Wenn du an meiner Stelle wärst, was würdest du denken? Sie braucht keine OP. Corey war den ganzen Tag arbeiten und wir konnten noch nicht über den Arzttermin reden. Wie war's? Der Arzt hat gesagt, dass sich ihre Augen durch die Brille sehr verbessert haben. Sie muss zum Glück nicht operiert werden. Nicht? Super. Ja. Aber er hat ihren Sehnerv untersucht und er ist kleiner, als er sein sollte. Er will so bald wie möglich eine MRT von ihrem Gehirn machen. Das ist schlecht. Hast du Angst? Ja. Aber vielleicht ist es das Beste. Ja, aber es wäre dann ihre zweite Narkose dieses Jahr. Wir haben das schon mal durchgemacht. Immerhin wissen wir dadurch, wie wir diesmal damit umgehen müssen. Ich will endlich wissen, was los ist. Vielleicht sind es ja nur ihre Augen. Vielleicht ist alles okay. Sie ist so schlau. Sie sagt öfter Tschüss als Aaliyah. Und sie hat es vor ihr gelernt. Ich werde es nicht akzeptieren. Ich kann das nicht, bis sie mir ins Gesicht sagen, meine Tochter hat einen Hirnschaden. Ich kann das nicht akzeptieren. Das wäre zu heftig. In ein paar Tagen ist Ellies MRT. Es ist schlimm, dass sie diese Prozedur noch einmal durchmachen muss. Mom und Dad sind ganz schön nervös. Sag mal, das wird schon. Ich bin durcheinander, weil sich die Ärzte nicht einig sind. Und die Hälfte von ihnen hat noch nicht mal Befunde. Aaliyah, sag Tschüss. Komm her. Lauf zu Mami. Komm. Komm her. Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Ja. Hast du gesehen? Oh Mann. Sie freut sich. Aaliyah hat ihre ersten Schritte gemacht. Ja. Ihre ersten Schubser. Genau. Ich kann es immer noch nicht fassen. Oh Mann. Deine Schwester ist gelaufen. Oder bilde ich mir das ein? Nein. Sie ist einfach los. Aaliyah ist gelaufen. Sie hat es uns gezeigt. Am Anfang war Aaliyah langsamer, aber sie hat aufgeholt. Ich mache mir Sorgen, weil der Augenarzt sagt, dass Ellies Sehnerv unterentwickelt ist. Da kann man nichts machen, sie wurde so geboren. Hast du es gegoogelt? Nein, du? Ich habe gelesen, wenn man einen kleinen Sehnerv hat und gleichzeitig Augen zittern, kann es sein, dass man auf diesem Auge erblindet. Es sind beide Augen. Wie stehen die Chancen? Da stand nur, dass es bei Augenzittern öfter auftritt. Mehr nicht. Grandpa!
Mein Mädchen. Braves Mädchen. Hast du es ihnen erzählt? Alles wird gut. Wir müssen einfach beten.